Herzlich willkommen in der Akademie für menschliche Medizin zu einigen weiteren Spitzengedanken. Heute geht es um das Thema Chlorophyll. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, Chlorophyll, habe ich schon mal gehört, aber weiß nicht genau, was das sein soll. Klingt nach Chemie. Ja, also das ist gar nicht so ganz falsch. Und zwar ist das ein grüner Farbstoff. Wenn Sie mal rumschauen, dann finden Sie wahrscheinlich irgendwann eine Pflanze und die ist grün. Und das ist das Chlorophyll der Pflanze, was dieses Grün ausmacht. Und dieses Grün in der Pflanze, das Chlorophyll, ist für uns von ganz entscheidender Bedeutung für unsere Gesundheit. Und von daher macht es Sinn, dass der Kollege Frank Jester sich dieses Themas angenommen hat. Er ist Zahnarzt und Humanmediziner, also doppelt unterwegs. Und von daher hat er aus der Fülle seiner Erfahrung heraus dieses Buch geschrieben, und zwar vor 10 Jahren schon. Und jetzt hat er es neu aufgelegt. Ich habe ihm dann ein Vorwort dafür geschrieben. Und dieses Vorwort ist durchaus interessant. Und daher möchte ich es Ihnen auf diesem Wege näher bringen. Und da ich ein fauler Mensch bin, lese ich es Ihnen jetzt einfach noch einmal vor. Also, auf geht's. Wer glaubt, dass ein wissenschaftliches Buch oder ein Artikel nach 10 Jahren restlos überholt ist, den belehrt dieses Buch des Kollegen etwas Besseren. Schließlich ist die Substanz Chlorophyll bereits seit Milliarden von Jahren die Grundlage für das Pflanzen- und Tierleben auf diesem Planeten und damit letztlich auch für unser Menschenleben. Unverständlicherweise erfährt das Chlorophyll in keiner Weise die Wertschätzung und Beachtung, die es eigentlich verdient. Wir treten es zwar nicht mit den Füßen, weil die umsichtige Natur es aus den Blättern herauszieht, bevor diese im Herbst runterfallen. Das ist der Grund, warum die dann braun sind und nicht mehr so grün sind. Aber wir lassen dieses Wunder der Natur einfach links liegen, zum Beispiel am Wegrand, anstelle es überall gebührend zu bewundern. Warum wir dies tun sollten, dazu hat der Autor einiges in dem Buch zusammengetragen. Anstatt nun vieles von dem, was er dort erwähnt, noch einmal aufzuwärmen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und einen meiner berüchtigten großen Bögen schlagen und dann wieder auf das Chlorophyll zurückkommen. Wie Sie wissen, bin ich seit vielen Jahren unterwegs mit dem Vitamin D und auch dieses ist eine Substanz, die uns abhanden gekommen ist, jedenfalls der Mehrzahl von uns. Und wir können sie zwar nicht, oder wir haben sie nicht automatisch in uns, sondern wir müssen sie erst mit Hilfe des Sonnenlichtes bilden, aber siehe da, wieder ist das Sonnenlicht ganz entscheidend beteiligt. Wenn man sich die Zahlen in Bezug auf die Versorgung mit Vitamin D und gesunder Pflanzennahrung anschaut, dann sind allenfalls 10-20% der Bevölkerung in der Lage, sich ausreichend damit zu versorgen. Entsprechend berichtet die Weltgesundheitsorganisation, dass in Deutschland 90% der Menschen an chronischen Krankheiten wie Herzinfarkt, Krebs, Diabetes und Demenz leiden und letztlich auch daran vorzeitig versterben. Im Krankenhaus oder Hospiz, mit oder ohne Coronavirus, das ist egal, anstatt an Altersschwäche im eigenen Bett zu Hause. Alle diese Krankheiten hat es in der Mitte des letzten Jahrhunderts kaum gegeben. Sie sind die dunkle Seite des technischen Fortschrittes. So ganz nebenbei kostet uns dieses Elend auch noch 1 Milliarde Euro. Allein in Deutschland. Und nicht etwa im Jahr, sondern pro Tag. Es ist also Zeit, umzudenken und sich daran zurückzuerinnern, wo wir herkommen und wer wir sind. Wir sind Terranauten. Das heißt, die Erde hat uns gemacht und wir sind für die Erde da. In der gesamten Evolution hat sie uns versorgt mit allem, was wir für die Potenziale unseres Körpers brauchen. Auch mit dem Chlorophyll. Leider hat die technische Entwicklung der Zivilisation uns eine neue Umwelt beschert, in der zahlreiche ursprüngliche Ressourcen fehlen. Wir nennen das in Akademie den Naturdefiziteffekt. Diese Defizite zusammen mit den Schadfaktoren der modernen Umwelt, die Herren Monsanto und Bayer lassen schon grüßen, machen uns letztendlich krank. Und damit sind wir wieder beim Thema dieses Buchs, dem Chlorophyll. Ohne Grünfutter, das heißt ohne die Pflanzenkost, geht in unserem Körper gar nichts. Ich bin zwar ein überzeugter Omnivore, das heißt, wir sind Allesfresser,
weil das ein entscheidender Überlebensvorteil ist. Denn wenn die Kuh nichts mehr zu fressen findet an Gras, muss sie verhungern. Wir können dann immer noch irgendetwas anderes essen. Also von daher, Pflanzenkost ist elementar für uns, aber wir haben die Möglichkeit, zusätzlich auch anderes zu sich zu nehmen. Dennoch ist die Basis unserer Ernährung in der Pflanzenwelt zu suchen, denn dort ist neben dem Magnesium im Chlorophyll, und das entspricht dem roten Blutfarbstoff bei uns mit dem Eisen, finden sich dort vielfältige andere Substanzen, nämlich Mikronährstoffe, die auch der menschliche Körper braucht. Unter anderem, um seine Gene zu steuern. Jawohl, Sie haben richtig gehört. Nicht die Gene steuern den Körper, sondern der Körper steuert die Gene. Und dazu braucht er diese Mikronährstoffe. Das Ganze ist unter dem Thema Epigenetik zurzeit Gegenstand der Erforschung. Wenn Sie mal was darüber finden, lesen Sie es, weil es ist ganz elementar. Es löst uns aus dem Problem, dass wir Opfer unserer Gene sind, der ererbten Gene, und macht uns Herrscher über unseren eigenen Körper. Sie bestimmen, was Sie essen, und damit bestimmen Sie über die Ressourcen, die Sie haben. Dankenswerterweise beißt sich der Autor nicht an diesem Thema fest, sondern guckt ab und zu auch mal über den Tellerrand. Und eines dieser zusätzlichen Themen ist das Thema Wasser. Und ich kann seinen Argumenten über die Bedeutung von sauberem Wasser für unsere Gesundheit nur zustimmen. Es gibt jedoch einen Aspekt, bei dem das Wasser mit dem Chlorophyll zusammenkommt, nämlich die chlorophyllhaltigen Pflanzen sind auch sehr wasserhaltig. Und zwar gibt es dort ein Biowasser. Also nicht nur wenig Kalorien durch viel Wasser, sondern es ist ein spezielles Biowasser, was wir in dieser Form selber gar nicht herstellen können. Also macht es durchaus Sinn, dass wir uns eben nicht von synthetischer Fastfood ernähren, wo das nicht drin ist, sondern dass wir die ursprüngliche Pflanzenkost wertschätzen und regelmäßig zu uns nehmen. In diesem Sinne wünsche ich den Lesern oder den Zuhörern einen guten Appetit beim Chlorophyllgenuss in seinen vielfältigen Varianten, damit sie zu einer Spitzengesundheit gelangen, falls sie nicht bereits diese haben, weil sie genügend Chlorophyll genossen haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.